Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um steuerbare Verbraucher oder auch steuerbare Netzanschlüsse. In der Branche kennen wir die als 14a, genau zu sein, Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Und das ist ein Thema, was uns seit Anfang 2024 sehr, sehr stark in der Branche schon begleitet. Insbesondere die Netzbetreiber sind davon stark betroffen, aber auch Endkunden, die sich jetzt neuerdings eben eine Wärmepumpe oder eine E-Mobil-Wallbox zum Beispiel installiert haben, sind davon betroffen, dass eben diese Geräte steuerbar sein müssen, wenn sie eine gewisse Leistungsgrenze überschreiten. Und das wird im Jahre 2025 nochmal spannender, weil zum einen zum Beispiel dynamische Stromtarife dafür sorgen, dass so ein zeitversetzter Einsatz von diesen Anlagen ja sowieso interessant ist. Und wir mit dieser Steuerbarkeit, zu der wir gleich kommen, darüber hinaus auch noch verringerte Netzentgelte möglich machen können. Und gerade das ist dann natürlich sehr interessant, wenn ich eben meine Wärmepumpe dann laden lasse, wenn sowohl mein Stromtarif als auch meine Netzentgelte gering sind, ne, dann spare ich mir sehr, sehr viel bares Geld. Und zum anderen für unsere Branche ist es natürlich ein wichtiges Thema, weil eben zum Beispiel diese variablen Netzentgelte eingeführt werden müssen. Das ist ein Riesending. Plus diese Steuerbarkeit ist ja was ganz Neues. Ne? Sowas machen wir bisher eher nicht oder nur ganz selten. Das ist also die nächste Stufe des Smart Meterings, dass wir jetzt eben auch ganz konkret in die Richtung des Kunden, des Verbrauchers wirken wollen. Hier in diesem Kontext erstmal nur im absoluten Notfall, um einen Blackout zu vermeiden. Aber das ist natürlich trotzdem so eine wichtige Grundlage für Smart-Home-Anwendungen und Ähnliches, die dann eben auch noch im Kontext der Energieversorgung relevant werden. Also doch eine ganze Menge an greifbaren Zusammenhängen, die hier mit diesen steuerbaren Verbrauchern unter dem Überbegriff 14a zusammenhängen. Erstmal, ja, willkommen zurück beim Podcast. Ich habe im Jahre 2024 viel zu wenig eigentlich produziert, aber auch auf dem YouTube-Kanal vergleichsweise wenig. Das hing einfach damit zusammen. Ich habe dieses Jahr ein sehr, sehr langwieriges Consulting-Projekt begleitet und nebenbei natürlich noch Schulungen durchgeführt. Und dann war die Zeit für Content echt gar nicht mehr da. Das Gute daran ist, ich habe jetzt so viele Themen auf dem Tableau, dass wir auch wieder regelmäßig veröffentlichen werden. Wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade über den direkten Feed oder bei iTunes oder so hört, dann klar, habt ihr jetzt nur die Tonspur. Wenn ihr das bei YouTube und ehemals Google Podcast, was jetzt praktisch mit zu YouTube Music gehört, hört oder bei Spotify, dann solltet ihr auch das Video sehen können. Ich werde hier ein paar Sachen immer mal auch zeigen, jetzt heute rund um Paragraph 14a. Aber es sollte nicht notwendig sein, den Podcast zu verfolgen. Ich werde die Quellen, über die ich rede, auch immer mit in dem Beitrag verlinken. Das könnt ihr dann direkt entweder vom Blogbeitrag oder von der Beschreibung bei Spotify oder YouTube aus nutzen und zu diesen Quellen abspringen. Okay. Jedenfalls, heute geht es um steuerbare Verbraucher. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Der Smart Meter Rollout basiert eben bei uns in Deutschland nicht nur auf der Fernauslesung. Das ist so das Thema, was man meistens mit Smart Metering verbindet und weswegen man auch sagt, auch andere Länder, gerade in Europa, sind schon so viel weiter im Smart Meter Rollout. Naja, im Regelfall geht es denen um die Fernauslesung. Und da sind andere Länder schon viel, viel weiter, teilweise bei 100% fernauslesbaren Zählern, gar keine Frage. Wir haben aber von vornherein eine sichere Steuerverbindung praktisch wieder zurück in die andere Richtung. Zum Verbraucher hin mit einbinden wollen, damit wir eben noch ein bisschen mehr anfangen können mit diesem Smart Meter Gateway, was überall dann mal nach und nach verbaut sein soll. Und genau dieser Faktor, ne, diese andere Richtung, die hat unseren Rollout sehr, sehr stark verlangsamt, ganz klar, weil wir da natürlich auch ganz, ganz dringliche IT-Sicherheitsfaktoren mit einbringen wollen, weil, naja, Steuerung beim Endkunden über irgendwelche schlussendlich dann Server von Energieunternehmen, das ist so ein Thema. Aber wenn wir es eben so sicher wie nur möglich aufstellen können, dann haben wir da doch was ganz Interessantes, was eben auch einen Mehrwert für den Kunden bedeuten kann. Spätestens jetzt merken wir das bei dem Thema der steuerbaren Verbraucher. Wir haben da nämlich zwei Perspektiven. Zum einen natürlich die Seite der Energiewirtschaft als solchen, also vor allem die Seite der Netzbetreiber, die eine netzdienliche Steuerung im Notfall jetzt umsetzen dürfen bei in dieser Form angeschlossenen Anlagen. Wir kommen gleich dazu, welche genau das sind.
um eben einen Netzengpass im absoluten Worst Case zu lösen, indem man eben sagt, wir schalten die Anlage nicht ab, sondern wir dimmen sie, also wir drosseln sie um einen bestimmten Prozentteil und damit verhindern wir praktisch eine Überlastung eines Leitungsstrangs, zum Beispiel in einer Einfamilienhaussiedlung. Weil gerade alle Einfamilienhäuser dort gleichzeitig die Wärmepumpe laufen lassen oder die E-Mobil-Wallbox laufen lassen, ja, dann ist ja gerade die Leistungsanfrage zu hoch. Und die Leitungen, das Niederspannungsnetz da vor Ort ist halt vor so vielen Jahren geplant und dimensioniert worden, dass man diese heutige Elektrifizierung gar nicht mit einplanen konnte. Ne? Und deswegen könnte es zu diesen Überforderungen des Netzes kommen. Das ist so im Großen und Ganzen der Hintergrund. Und für die Branche bedeutet das also, wir hätten so ein Tool, so eine Erlaubnis, hier dimmen zu können in bestimmten Zeiträumen, auch nur so lange, wie es absolut nötig ist, damit wir den Blackout, das Zusammenfallen des Netzes verhindern können. So, für die Branche absolut sinnvoll. Jetzt muss man natürlich noch die Kundenperspektive sehen, die zweite Perspektive. Und da geht es dann eben darum, dass wir natürlich sagen, okay, du bist bereit, hier gedimmt zu werden oder das passiert dann vielleicht auch mal, dann würden wir sagen, du sparst dir Netzentgelte. Ja, das ist natürlich interessant, weil Netzentgelte sind ja einer der Aspekte des Strompreises, den man als Kunde bezahlt. Ne? Wenn wir einen Stromtarif uns irgendwo holen, der ist dann meinetwegen bei 30 Cent, dann wissen wir, dass meinetwegen ein Viertel oder ein Drittel so der eigentliche Strompreis ist, dann halt nochmal so 6, 7, 8, 9 Cent sind die Netzentgelte für den Betrieb der Leitungen, meinetwegen auch noch des Zählers. Und dann haben wir noch verschiedene Umlagen, Abgaben und Steuern mit drauf. Ja. Und wenn wir dann sagen, okay, der Strompreis, da habe ich vielleicht über dynamische Stromtarife auch Chancen, mal was einzusparen, aber die Netzentgelte von 6, 7, 8, 9 Cent, wenn ich da auch noch Chancen habe, in manchen Zeiträumen einzusparen, naja, dann spüre ich das natürlich sofort in meinem Portemonnaie. Wenn ich nämlich mit Wärmepumpe und Co. dann tausende Kilowattstunden im Jahr verbrauche, dann machen ein paar Cent pro Kilowattstunde im Zweifel auch mal 100 Euro und mehr Unterschied im Jahr. Und sofort lohnt sich das, na klar. Also haben wir so ein paar interessante Aspekte rund um diese Steuerbarkeit, sowohl aus Sicht der Branche als auch aus Sicht der Kunden. Dass ich mit so einer Steuerbarkeit dann im Zweifel auch noch in der Lage bin, mehr Anlagen zu steuern, also vielleicht auch mit einem klugen Energiemanagementsystem, wirklich so eine Smart-Home-Grundlage mir aufzubauen, wenn ich das halt will, dann ist das doch eine interessante Situation. Schauen wir mal, für die sich das als Video anschauen, hier in Richtung der Beschlusskammer. Für die nur zuhören, keine Sorge, ich erzähle euch, worum es geht. Die Bundesnetzagentur wurde praktisch vom Gesetzgeber beauftragt, über nämlich den § 14a im Energiewirtschaftsgesetz, ein Regelungswerk zu veröffentlichen, in welchem diese Steuerbarkeit von Anlagen reguliert wird und wie eben dann zum Beispiel auch diese verringerten Netzentgelte zustande kommen. Und da haben wir über das Jahr 2023 hinweg ein Festlegungsverfahren gehabt, oder besser gesagt zwei Festlegungsverfahren, einmal für die eigentliche operative Umsetzung und dann eben für diese Netzentgelte. Das sind dann zwei verschiedene Beschlusskammern, die Nummer 6 für unser Netzanschluss praktisch, die Netznutzung im Strombereich, und Beschlusskammer 8 für die Netzentgelte im Strombereich. Ende 2023 gab es dann den Beschluss selbst, also die Veröffentlichung, das Inkrafttreten mit diesen beiden Aspekten. Und wer sich eben mit der operativen Umsetzung weiter beschäftigen will, der muss dann zur Beschlusskammer 6 gehen und findet dort den Beschluss vom 27. November 2023 mit der Nummer BK6-22-300. Ja, also das könnt ihr euch dann also auch raussuchen. Ich verlinke das, wie gesagt, aber auch im Beitrag zu diesem Podcast, in den Shownotes, wie man neudeutsch sagt. Und dort ist neben dem eigentlichen Beschluss, was der Rechtstext ist, auch eine Anlage, Anlage 1. Und in dieser, die ist auch nur 8 Seiten lang, befinden sich die konkreten Regeln, welche Anlagen hier gemeint sind, wer davon betroffen ist, ne, muss man als Kunde da überhaupt mitmachen und so weiter und so fort. Und das ist dann schon mal ganz spannend, weil die Definition der steuerbaren Verbrauchseinrichtung trifft hier auf 4 konkrete Anlagenarten zu. Zum ersten der Ladepunkt für Elektromobile, der nicht öffentlich ist. Das heißt, die Wallbox, die ich bei mir zu Hause für mein E-Mobil aufbaue. Diese Wallbox ist auf jeden Fall schon mal dabei. Plus Wärmepumpenheizung. Auch die Anlage zur Raumkühlung und Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, Stromspeicher.
heißt, anders gesagt, Wallbox, Wärmepumpe, Kühlanlage und mein Stromakku, die, jetzt kommt's, mehr als 4,2 Kilowatt Leistung haben, in der Niederspannung angeschlossen sind. Das heißt, wenn ich, und das ist dann der dritte Aspekt, ab dem 01.01.2024 eine E-Mobil-Wallbox, Wärmepumpe, Kühlanlage oder Akkuspeicher mit mehr als 4,2 Kilowatt Leistung anschließe, muss ich die eben steuerbar machen. Wir haben da auch noch einen ganz wichtigen Aspekt hier in dem Regelwerk mit drin, für den Netzbetreiber selbst. Der soll ja nun die Steuerbarkeit, zu der wir gleich nochmal kommen, herbeiführen, wenn es zu einer Belastung, zu einer Überlastung in einem Bereich seiner Stromleitung kommt. Wer im Netzbetrieb aktiv ist oder wer sich schon mal ein bisschen damit auskennt, weiß ja, dass viele Netzbetreiber vor Ort in der Niederspannung keine Echtzeitmessung an verschiedenen Stellen durchführen, so ganz und gar nicht, sondern eher an den Ortsnetzstationen, also Abkürzung ONS, vor Ort ablesen. Da gibt es dann so praktisch einen Zähler mit dran, der da verschiedene Faktoren mir widerspiegelt. Und das macht man meistens nicht mal in der Fernauslesung, sondern man ist da mal vor Ort und liest das ab. Also ernsthaft, in so einem Zustand sind wir in der deutschen Energiewirtschaft. Das ist auch bisher ja absolut gar kein Problem gewesen, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt mehr flexible Einspeisung bekommen mit noch mehr Solaranlagen und Co., aber auch individuellen Verbrauch, der aber mehr ausmacht durch Wärmepumpen und E-Mobile und Co., die allgemeine Elektrifizierung, dann müssen wir so ein paar Tools bekommen, um das aufeinander abstimmen zu können. Und wir müssen überhaupt erstmal wissen, was da abläuft. Und genau dafür kommt jetzt hier die Aufgabe der Netzzustandsermittlung dazu. Die Netzbetreiber müssen nämlich in ihrem Netzbereich, also in ihrem gesamten Netzgebiet, was sie ja über die Konzession bekommen haben, Netzzustandsdaten als Echtzeitmesswerte jeweils in mindestens minütlicher Auflösung haben. Minütliche Ablesungen im Stromnetz sind etwas, was wir so überhaupt nicht kennen bei Netzbetreibern. Und zwar jetzt von mindestens 15% aller Netzanschlüsse in diesem Netzbereich. 15%, das ist dann schon richtig viel. Das sind am Ende des Tages dann auch mal irgendwann hunderte bis tausende Anlagen, je nach Größe des Netzes. Alternativ könnten Sie aber auch sagen, Sie haben nur 7% aller Netzanschlüsse in dieser minütlichen Auflösung, müssen dann aber auch noch die Netzzustandsdaten an den Trafos, also die sogenannten Trafo-Abgänge, mit einberechnen in Ihre Netzzustandsermittlung. Das ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne in der Datenverarbeitung, in der Digitalisierung des Netzes selbst. Und deswegen kommen wir da auch zu einem Begriff der digitalen Ortsnetzstation, DONS, bei der es eben auch Fernauslesungen von diesen Anlagen umgesetzt werden und dann mit dieser Logik des digitalen Zwillings die ganzen echten Assets, also die Betriebsmittel, die Anschlüsse in den Leitungen in ein digitales System eben übertragen werden, mit eben Simulationen, mit den Daten, die vorliegen, mit diesen Echtzeitmessungen. Und dann hoffen wir eben, möglichst genau vorhersagen zu können, wie sich wohl Kunden hier verhalten werden oder was für Zustände in den Netzen, in den einzelnen Leitungen entstehen würden, um eben dann im Notfall sagen zu können, okay, hey, hier ist so eine Wärmepumpe mit Größe 4,2 Kilowatt, die ab dem 01.01.2024 in Betrieb gegangen ist und deswegen hier steuerbar sein muss und deswegen jetzt auch von uns gesteuert werden kann. So. Was passiert hier nämlich? Also in der Teilnahmeverpflichtung dieser Anlage von dem Beschluss der Bundesnetzagentur steht eben, wer muss mitmachen? Erstmal alle Netzbetreiber mit Niederspannungsnetz. Und dann auch wichtig, alle Betreiber einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung, die Definition haben wir ja gerade oben gehört, Wärmepumpen, E-Mobilboxen, Klimaanlagen und die Akkuspeicher, mit einer technischen Inbetriebnahme nach dem 31.12.23. Mit wenigen Ausnahmen, aber erstmal grundsätzlich habe ich diese Wärmepumpe größer 4,2 Kilowatt ab dem 01.01.24 in Betrieb genommen, bin ich hier dabei. Ich habe eine Teilnahmeverpflichtung. Jetzt könnte man noch meinen, naja, also die Bundesnetzagentur hat hier was veröffentlicht. Aber das Ganze ja auf Basis des Gesetzes. Ne? Also § 14a Energiewirtschaftsgesetz sagt, die BNetzA darf das Regelwerk aufstellen, was hier diese Teilnahmepflicht entsprechend auch mit sich bringt. Dementsprechend
ist das ja eine Gesetzesforderung, die von der Bundesnetzagentur ausformuliert wurde. So, und dann läuft es darauf hinaus, ne, unter dem Punkt netzorientierte Steuerung, dass also der Netzbetreiber über diese Netzzustandsermittlung von gerade eben, 15% oder 7% plus Trafoabgänge, bemerkt, oh, hier in irgendeinem Leitungsstrang wird es zu einem Problem kommen, in meinetwegen 4 Stunden oder morgen. Und dann würde der über die bereits hergestellte Fernsteuerbarkeit ein Signal an diese Anlage geben, bitte jetzt drosseln auf zum Beispiel 4,2 Kilowatt. Oder jetzt bitte um 10% drosseln, was noch über diesen 4,2 dann drüber liegen würde zum Beispiel. Ne? Also die dürfen auch fordern, was sie möchten. Ne? Die dürfen dimmen, was sie brauchen, bis auf diese 4,2 Kilowatt herunter. Ne? Es ist also keine Abschaltung. Die gesamte Logik mit 4,2 kommt daher, dass wir sagen, ne, die Anlage ist größer, die hat meinetwegen 8 Kilowatt und die darf dann gedrosselt werden auf 4,2 runter. Ja, deswegen auch der Sinn von, die muss mindestens 4,2 haben, ne, damit wir dort dann wieder runter dimmen dürfen. Heißt also auch, die Wärmepumpe würde nicht abgeschalten werden, was ja gerade in der kalten Jahreszeit ganz wertvoll wäre. Und genauso gut eben auch das E-Mobil, die Wallbox wird nicht abgeschalten, sondern sie wird eben auf die 4,2 gedrosselt. Ob jetzt Wärmepumpe und Wallbox und Co. darauf ausgelegt sind, mit diesen 4,2 wirklich effizient weiterzuarbeiten, ist nochmal eine andere Frage. Aber es heißt eben auch hiermit ganz klar, es wird nicht abgeschalten, sondern es wird gedrosselt. Das ist erstmal ein Unterschied und heißt eben auch, naja, die Heizung ist nicht aus und das E-Mobil lädt immer noch weiter. Diese Steuerbarkeit, diese Ansteuerung, also dieser Steuerbefehl, habe ich gerade beschrieben, der kommt dann entweder so vorher oder im Sinne von jetzt bitte runtersteuern, wird grundsätzlich über zwei Wege hier vorgesehen. Entweder eine Direktansteuerung, das heißt dann also, dass meine Wärmepumpe direkt selbst steuerbar sein muss. Über das Smart Meter Gateway würde dieses Steuersignal kommen und es müsste zwischen Gateway und Wärmepumpe praktisch eine Verbindung herrschen. Das war bisher auch noch so das große Fragezeichen. Hier kommt jetzt der neue Begriff der Steuerbox dazu. Dazu kommen wir dann gleich nochmal genauer. Ja, das ist so ein Thema, was sich jetzt erst entwickelt hat, wo jetzt gerade auch erst ein Markt so richtig entsteht. Aber wir würden dann also eine Technologie nochmal haben, die zwischen dem Gateway und der Wärmepumpe oder der Wallbox steht und diese Steuerung garantiert. Wenn ich eine Wärmepumpe habe, die selbst steuerbar ist über das Gateway, fein. Dann habe ich praktisch eine Steuerbox. Die ist halt integriert in meine Wärmepumpe. Und damit würde also eine Direktansteuerung möglich sein, dass eben der Netzbetreiber sagt, ich weiß, du hast hier diese Wärmepumpe, die ist steuerbar, die kriegt jetzt den Befehl, auf 4,2 runter zu drosseln oder auf mehr. Das andere und eigentlich sogar noch schönere System wäre ein Energiemanagementsystem. Wenn also der Holzfällerbauer zum Beispiel mit Wärmepumpe, E-Mobil und PV-Anlage und Speicher meinetwegen alles Mögliche hat, ja, dann beschafft er sich sinnvollerweise noch ein Energiemanagementsystem, also eine Software, die seine Anlagen klug aufeinander abstimmt. Nochmal nämlich mit dem Extra-System, ja, vielleicht haben wir ja jetzt schon dynamische Stromtarife, also würde dieses Energiemanagementsystem zum Beispiel den Triggerpunkt kriegen, der Preis am Markt ist gerade relativ hoch, also jetzt vielleicht gerade das E-Mobil nicht von außen laden, so lange laden, wie wir noch Strom vom Dach haben oder aus dem eigenen Speicher. Oder, ne? Oder dann halt irgendwann sagen, gut, jetzt wird es kalt, jetzt soll die Wärmepumpe eine höhere Priorität haben als die Wallbox. Solche Geschichten, solche Steuerungen, solche Interessen, die würde ich dann halt in mein Energiemanagementsystem eingeben und dann würde es das umsetzen. Und das Energiemanagementsystem würde jetzt hier im Sinne unserer steuerbaren Netzanschlüsse die Meldung bekommen vom Netzbetreiber, hey, bitte zwischen 17 und 18 Uhr auf 4,2 Kilowatt runterdrosseln. Wie du das machst, liebes Energiemanagementsystem, ist dir überlassen. Ich gebe dir die Erlaubnis, 4,2 immer noch zu beziehen für diese Stunde, wahrscheinlich sogar weniger, ne? Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Aber bitte nicht mehr. Du darfst 4,2 ziehen. Wie du das machst, also ob du jetzt die Wärmepumpe drosselst oder die Wallbox, ist dann deine Sache, liebes Energiemanagementsystem. Und das ist natürlich dann schon ganz interessant, auch für mich als der betroffene Anwender, dass ich eben sagen kann, ich habe vorher hier eingestellt, mir wäre jetzt die Wärmepumpe insgesamt wichtiger. Und dann würde der eben sagen, gut, die Wallbox kriegt weniger Leistung und dann lädt halt mein E-Mobil umso langsamer
So, aber es ist ja nur die Stunde und ich muss eh erst morgen früh wieder losfahren, ne? Dann ist es nicht schlimm. Ja, solche Geschichten könnte ich dann mit meinem Energiemanagementsystem eben so ein bisschen genauer noch einstellen. Und das ist dann schlussendlich der interessante Punkt für den Kunden im Sinne auch so einer Smart Home Logik, dass er das eben so ein bisschen vorteilhaft für sich auch weiter umsetzen kann. Gleichzeitig ist so ein Energiemanagementsystem, so ein Home Energy Management System, noch nicht so unglaublich weit verbreitet. Es ist ein relativ neues Thema. Ihr könnt euch damit weiter beschäftigen, wenn ihr mal nach dem Begriff HEMS, also Home Energy Management System, auch sucht. Da gibt es ein paar Infos dazu. Also, hier in dem Kleingedruckten steht dann eben weiter, die für jede steuerbare Verbrauchseinrichtung, die direkt angesteuert wird, beträgt die Mindestleistung 4,2 Kilowatt. Das heißt, wir würden sie also auf genau das herunterdrosseln können. Und das ist dann eben der interessante Part für den Kunden. Er wird nicht abgeschaltet, er wird halt nur ein bisschen runtergedrosselt und kriegt dafür dann aber noch seine verringerten Netzentgelte. Dazu kommen wir gleich. Dieses Regelwerk von der Beschlusskammer 6 mit den 8 Seiten hat es viele kleine technische Details noch. Also wer sich damit weiter auseinandersetzen will, kann sich das dort genauer durchlesen. Für uns nochmal ganz wichtig ist dort Kapitel 6, Netzausbau und Netzertüchtigung. Denn im Großen und Ganzen heißt es, wenn ich jetzt zu so einem Schwachpunkt im Netz komme und ich muss schlussendlich eine Kundenanlage drosseln, dann bin ich verpflichtet, eine Netzertüchtigung umzusetzen. Das wird hier relativ klar ausformuliert. Der bedarfsgerechte Netzausbau hat dabei insbesondere auch hinsichtlich in Zukunft voraussichtlich notwendiger Steuerungsmaßnahmen vorausschauend zu erfolgen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, ich muss den Mist immer mal drosseln, dann muss ich meinen Netzausbau hier in so eine Art umsetzen, dass diese Schwachstellen verschwinden. Ja? Damit sowas eben nicht mehr in Zukunft passieren würde. Und hier steht dann eben auch, wird in einem Netzbereich eine Maßnahme durchgeführt und ist mit weiteren Maßnahmen zu rechnen, dann muss der Netzbetreiber dies in seiner Netzausbau- und Netzertüchtigungsplanung berücksichtigen und unverzüglich Maßnahmen zur Abhilfe prüfen. Im Großen und Ganzen muss er dann innerhalb von 2 Jahren auch sein Netz wirklich ertüchtigen, außer er sagt, hey, es ist gar nicht mit weiteren Maßnahmen zu rechnen, sondern das war eine komplett einmalige Sache. Dann könnte er davon nochmal absehen, aber wenn er steuert, dann muss er auch sein Netz weiter ausbauen. Das ist sicherlich so ein Punkt, der auch nochmal für den Kunden selbst beruhigend ist. Das heißt dann eben nicht, ich wurde jetzt einmal runtergedrosselt, dann passiert mir das jetzt jeden Monat für immer, sondern damit ist jetzt ein Triggerpunkt gesetzt, der Netzbetreiber muss sein Netz jetzt ertüchtigen, wenn er davon ausgeht, dass es jemals nochmal passieren würde. Das heißt also nicht, dass ich dann ständig runtergedrosselt werde. Außerdem muss das Ganze diskriminierungsfrei passieren. Das heißt, wenn ich steuerbar bin und mein Nachbar auch, dann darf nicht immer nur ich gesteuert werden, sondern muss das auch diskriminierungsfrei für alle Geeigneten mal sozusagen stattfinden. Der Netzbetreiber muss das Ganze dokumentieren und dann auch mal berichten. Wir werden jetzt Anfang 2025 das erste Mal das Berichtswesen sehen. Da wird dann praktisch an die Bundesnetzagentur berichtet, welche Steuerungsmaßnahmen jetzt hier durchgeführt werden. Dazu gibt es ja auch nochmal den Punkt der Melde- und Informationspflichten. Also da steckt zum einen drin, ich als Betreiber so einer Anlage muss sicherstellen, dass mein Netzbetreiber weiß, dass die steuerbar zu sein hat. Das ist ein bisschen witzig, weil kein Kunde weiß von sich aus, dass er diese Steuerbarkeitspflicht hat. Und die Heizungsmonteure, die Elektriker, die Wärmepumpe anschließen, die wissen das oft auch nicht so richtig detailliert. Ich begleite in einem gewissen Workshop-Format mit Avago zusammen verschiedene Netzbetreiber. Und wir sprechen eben darüber, zum Beispiel, hey, wissen eure Monteure das überhaupt vor Ort? Ne? Kennen die das Thema? Also heißt es eben oft, nein, nicht wirklich. Wir haben jetzt eine Informationskampagne gestartet und haben über unser Netzanschlussportal, was jetzt ja mittlerweile auch verpflichtend ist, so ein Part mit reingebracht, wo wir den Monteuren und den Kunden eben auch Informationsmaterial eben geben, um das Ganze zu verstehen. Damit eben diese Teilnahmepflicht auch sichergestellt ist. Weil am Ende heißt es ja ganz klar, dass das Gesetz diese Forderung aufstellt und das Regelwerk von der BNSA durch das Gesetz legitimiert ist. Also wenn ich als Betreiber meine Wärmepumpe installiere oder in Kraft setzen lasse und ich irgendwie dafür sorge, dass mein Netzbetreiber nicht versteht, dass die größer 4,2 Kilowatt ist, aber nach dem 01.01.2024 ans Netz gegangen ist, dann verstoße ich als Betreiber auch gegen das Gesetz.
Ja, das muss man eben auch dann nochmal ganz klar wissen. Also hier kommen eben die Punkte raus. Ne? Ich als Kunde, ich als Versorger, der den Kunden versorgt, ich als Netzbetreiber, ich muss dafür sorgen, dass es hier läuft. Und dann ich als Netzbetreiber muss eben meine Maßnahmen klarstellen. Ich musste zum Beispiel die Gesamtdauer der Maßnahmen übers Jahr hinweg, die Leistung, die gesteuert wurde und so weiter mit aufführen. Und das dann Ganze auch schlussendlich gewissermaßen transparent dem Regulator zur Verfügung stellen. Es gibt dann noch eine Übergangsfrist für bereits bestehende Anlagen, die auch potenziell steuerbar sind. Die werden dann auch irgendwann mal mit dazukommen müssen. Wir haben hier und da dann hier Regelungen, die schon in Ende der 20er Jahre mit reingreifen. Also da gibt es schon noch eine gewisse Zeit, um da den Übergang auch zu schaffen. Und das ist es dann auch schon. Diese 8-Seiten-Regelwerk beschreiben eben, wie das Ganze zu laufen hat. Parallel dazu gibt es dann in der Beschlusskammer 8, die, wie gesagt, die Netzentgelte macht unter der BK8-22-010-A, die Punkte für die verringerten Netzentgelte. Und da auch nur relativ knapp ausformuliert, worum geht's? Wir haben drei Module, die die Verringerungen jeweils beschreiben. Modul 1, Grundmodul, da geht es um eine pauschale Netzentgeltreduzierung. Das heißt, da wird im Großen und Ganzen der Grundpreis verringert. Also hier gibt es eine jährliche Reduzierung von 80 Euro brutto zuzüglich einer Netzbetreiber individuellen Stabilitätsprämie. Also der Netzbetreiber selbst kann sagen, nochmal ein bisschen mehr als 80 Euro. Und das ist dann eben insoweit ganz in Ordnung. Hiermit würde der Kunde eben sagen, naja, ich bin halt davon vielleicht betroffen, dann zahle ich halt die 80 Euro plus weniger im Jahr. Ist ja okay. Variante 2 ist eine prozentuale Arbeitspreisreduzierung. Hier haben wir dann also einen für diese Kunden konkret verringerten Preis pro Kilowattstunde. Und da ist es dann eben spannend, wenn ich jetzt wirklich stark Wärmepumpe oder E-Mobil-Wallbox nutze und dementsprechend ich die vielleicht sogar auch schon aktiv mit ablese. Also ich habe vielleicht separate Zähler für diese Anlagen. Oder dann im Smart Metering sowieso Anschlüsse, die das genau voneinander unterscheiden könnten, dann kann das auch mal deutlich mehr als diese 80 Euro pauschale Verringerung ausmachen. Also diese Alternative zu der pauschalen Verringerung kann wirklich interessant sein, aber vor allem natürlich dann, wenn ich hier tatsächlich einspare. Und dann Modul 3, das zeitvariable Netzentgelt ab 2025, um genau zu sein, ab April 2025, ist eine Ergänzung zu Modul 1. Das heißt, wir haben schon diese pauschale Grundpreisreduzierung von 80 Euro mindestens. Und dann haben wir darüber hinaus ein dreistufiges Netzentgelt pro Kilowattstunde. Also der Arbeitspreis ist dann dreistufig. Einmal normal, dann nochmal niedrig und einmal hoch. Das findet ihr ganz am Ende dieses Beschlusses. Das heißt, ihr müsst dann wirklich auf die im Prinzip letzte Seite gehen, Seite 63, und findet dort ein Diagramm, wo dann eben nochmal dargestellt ist, dass wir dann praktisch eine Phasenbeschreibung haben. Die wird einmal pro Jahr von den Netzbetreibern festgelegt. Zum Beispiel von 0 Uhr bis 6 Uhr habe ich mein Niedrigpreissegment. Und dann von 17 Uhr bis 21 Uhr habe ich mein Hochpreissegment. An jedem Tag, aber diese festen Zeiten. Und dazwischen Standardtarif. Und dann könnte ich eben sagen, okay, wenn der Kunde eben zwischen 0 Uhr und 6 Uhr verbraucht, ne, dann spart er sich deutlich was. Er darf dabei zwischen 10% und 40% des Standardarbeitspreises liegen. Ne? Also dieses verringerte Netzentgelt darf zwischen 10% und 40% liegen. Das ist eine deutliche Verringerung. Wenn ich normalerweise bei 9 Cent wäre und 10% wären dann ja nur 0,9 Cent, ne? Dann spare ich mir 8 Cent pro Kilowattstunde. Das ist schon mal relativ viel. Aber wie gesagt, das muss ja der Netzbetreiber auch genauso dann festlegen. Hat er diesen Range bis zu 40%, selbst das, na, weniger als die Hälfte des normalen Netzentgeltes. Und wenn ich dann in dieser Zeit eben verbrauche, dann spare ich ja deutlich was. Das Hochpreissegment, was dann eben zu einem anderen Zeitpunkt läuft, das darf bis zu doppelt so hoch liegen. Wenn ich jetzt bei 9 Cent wäre, darf es auch bei 18 Cent dann landen. Und das ist natürlich dann schon deutlich teurer. Bis zu doppelt so hoch. Ne? Heißt also auch, es kann einfach um 1,2 praktisch hochgesetzt sein.
wie das der Netzbetreiber eben als Anreiz auch verstehen will. Aber wenn ich mir vorstelle, es wäre doppelt so hoch und ich verbrauche dann, ja, dann will ich dann natürlich darauf verzichten. Und der Anreiz, dann entsprechend einzusparen, ist natürlich auch hoch. Also diese Geschichten sind dann schon sehr, sehr interessant. Diese Regelungen zu der Höhe, die sind dann auf der Seite davor, auf Seite 62, genau ausformuliert. Also ihr könnt euch das dann nochmal genauer anschauen, wie diese 100% Übersteigung, 10 bis 40% Runtersetzung genau auszusehen haben. Die Gesamtberechnung dieser Zeiträume und der Höhen soll darauf hinauslaufen, dass wenn man in dem normalen Standardlastprofil unterwegs wäre, genauso viel zahlen würde wie ein ganz normaler Kunde. Also praktisch der Verlauf des Standardlastprofils mit mal hoch und mal runter soll über die Höhen und Dauer der drei Zeitfenster praktisch einen Ausgleich mit sich bringen, sodass, wenn der Kunde gar nichts Besonderes machen würde, er nicht schlechter und nicht besser dasteht. Nur wenn er jetzt wirklich aktiv seinen Verbrauch verschiebt, also wenn er jetzt wirklich aktiv in der Niedrigzone verbraucht oder aktiv in der Hochzone spart, dann soll er besser dastehen. Ne? So ist praktisch das Regelungswerk zu verstehen und so kann dann eben auch in der Netzentgeltelogik der Netzbetreiber das Ganze festgelegt werden. Das Ganze ist dann jährlich zu veröffentlichen im normalen Preisblatt. Und da das Preisblatt immer schon im Oktober des Vorjahres veröffentlicht ist, haben wir das jetzt schon für 2025. Das heißt, euer Netzbetreiber hat das schon garantiert veröffentlicht. Ihr könnt ja ruhig mal nachschauen. Einfach auf die Webseite eures Stromnetzbetreibers gehen. Da gibt es einen Punkt Netzentgelte oder Preisblätter. Und dort findet ihr dann auf irgendeiner Seite 3, 4, 5, je nachdem wie lang das Preisblatt ist, so den Punkt zu den Niedriglasttarifstufen, Hochlasttarifstufen für die steuerbaren Verbraucher, Paragraph 14a. Das ist immer sehr, sehr interessant. Ich hatte schon ganz unterschiedliche Zeiträume und Höhen gesehen. Manche reizen diese Prozent auch wirklich komplett aus und sagen dann hier mal 2 Stunden, da mal 4 Stunden. Das ist durchaus sehr interessant. Das Ganze wird dann jährlich geändert. Na, also für Jahr 26 kann das bei deinem Netzbetreiber auch schon wieder komplett anders aussehen. Naja, und im Ergebnis haben wir dann eben hier ein wirklich gutes Anreizsystem, weil wir das ja in Verbindung sehen müssen mit den dynamischen Stromtarifen. So, jetzt hat gerade mein Hund gebellt, deswegen habe ich mal hier einen Schnitt setzen müssen. Ungefähr, da bin ich ja stehen geblieben bei dem Thema der Einsparmöglichkeiten, die sich hier dann eben ergeben. Und wenn ich eben mein zeitvariables Netzentgelt habe, was vielleicht nur bei 10% liegt in diesen Niedrigtarifstufen, und ich gleichzeitig einen dynamischen Stromtarif habe, der bestenfalls gleichzeitig niedrig liegt, dann spare ich mir ja wirklich immens viel von meinen Stromkosten ein. Ne? Zahle ich vielleicht weniger als die Hälfte meines normalen Tarifs, vielleicht noch viel, viel weniger. Und diese beiden Faktoren zusammen würden hier schon einen starken Anreiz auch für die Kunden bedeuten, weil dann spare ich wirklich bares Geld, habe gleichzeitig meine Wärmepumpe in einem sinnvollen, soliden Betrieb oder meine E-Mobile Wallbox, das heißt, mein Lebenskomfort funktioniert und ich spare dabei aktiv Geld. Und ich habe auch noch diese Digitalisierungsansätze. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen spannend für manche Kunden, da auch einfach mal reinzuschauen, wie hängt das Ganze zusammen. Und wenn ich das eben auch noch mit meinem Home Energy Management System automatisiere, dann ist es auch noch richtig komfortabel. Ja, dann muss ich nicht mal aktiv irgendwas an- und ausschalten in dem Sinne, sondern dann läuft das Ganze automatisiert anhand der Einstellung, die ich programmiere, sozusagen. Also die ich einstelle. Ich muss ja nichts aktiv programmieren im Regelfall, sondern habe irgendeine Einstellungsoberfläche, bei der ich dann solche Sachen mit anbringe. Also das ist schon ein interessanter Weg, um hier eben auch als Kunde was zu sparen. Und für uns in der Branche ist es natürlich super interessant, weil wir haben durch diese Anreize ja dann ein netzdienliches Verhalten. Die Kunden werden dann im Großen und Ganzen das tun, was über die Preisanreize ihnen mitgegeben wird. Die werden sparen, wenn es teuer ist, die werden mehr verbrauchen, wenn es günstig ist. Und es ist ja teuer oder günstig, weil ich das in diesem Moment jeweils mit diesem Anreiz auch bezwecken möchte. Ich möchte, dass die in der teuren Zeit einsparen, weil da habe ich sowieso einen Mangel, meinetwegen. Und in der günstigen Zeit habe ich einen Überschuss, also sollen die dann bitte auch verbrauchen. Und dann machen die das wahrscheinlich auch. Das ist durchaus positiv für uns als Branche, dass wir eben sowohl in der Portfoliobewirtschaftung von Versorgern als auch in der Netzstabilität der Netzbetreiber damit so ein paar dienliche Effekte
sehen könnten. Jetzt habe ich schon gesagt vorhin, dass wir irgendwo dann halt das Smart Meter Gateway haben und dann eben unsere Wärmepumpe. Aber wie funktioniert jetzt die Verbindung? Und da hatten wir nun eine ganze Weile ein großes Fragezeichen, wie eben diese sogenannte Steuerbox konkret aussehen soll. Dann hatten wir auch noch in 2023 im dem Ausschuss Gateway Standardisierung des Bundeswirtschaftsministeriums, der sich mit vielen interessanten Themen des Smart Meterings beschäftigt, den Beschluss der technischen Richtlinie 03109-5. Wer schon eine Weile im Smart Metering-Kontext unterwegs ist, weiß ja, das war lange, lange Zeit ein Platzhalter, der eben über Kommunikationseinrichtungen sprechen wollte, aber er war ja nie veröffentlicht. Der ist dann Ende 2023 beschlossen worden und hat diese Steuerbox definiert. Und ich werde euch auch verlinken, diese Landingpage des Ausschuss Gateway Standardisierung. Da gibt es übrigens noch viele, viele weitere interessante Sitzungen dann rund um zum Beispiel Schwarzfall-robuster Einsatz oder jetzt eben die Gesamtweiterentwicklung der technischen Richtlinien für das Smart Metering. Also wirklich spannende, spannende Themen. Und da haben wir dann jedenfalls auch immer mal Präsentationen der Sitzungen. Also das ist auch für die, die ja nicht eingeladen sind, mitzumachen. Ich bin da auch nicht dabei. Ich höre nur immer mal Sachen von den Teilnehmern. Aber du findest hier eben auch Präsentationen. Du findest die PowerPoint, die da gezeigt wurde. Und in dieser Präsentation von 23 haben wir eben auch so eine interessante Darstellung. Für die, die es jetzt sehen, habe ich es mal aufgerufen. Für alle nicht, ihr könnt in dieser Landingpage dann eben auf die Sitzung hier von Ende 23 gehen und dann in die Präsentation. Und da Seite 11 habt ihr nämlich die Smart Meter Gateway Architektur für die sichere und interoperable Anbindung von CLS-Komponenten. CLS, Controllable Local Systems, sind eben die steuerbaren lokalen Systeme, Einheiten, Anlagen, die ich zu Hause dann eben zum Beispiel mit in mein Smart Meter Gateway System anbinde. Aber wie? Wie mache ich das? Und genau dafür ist es die CLS-Komponente, die Steuerbox, der Kommunikationsadapter gedacht, der in dieser technischen Richtlinie mit der 5 definiert wurde. Und in dieser Grafik sieht man es eben so schön, naja, da ist dann halt noch so eine weitere Box, ne, die jetzt hier eben nicht mehr grau, sondern rot dargestellt ist. Und das ist die Steuerbox. Die hängt dann auch noch mit im Zählerschrank sozusagen oder zwischen Zählerarchitektur, wo die Gateway-Anbindung ist, und eben meiner Wärmepumpe irgendwo, ist jetzt noch die Steuerbox. Die kann prinzipiell auch in die Wärmepumpe integriert sein, wenn die diese Schnittstellen hat. Dann ist das praktisch die Steuerbox. Aber wenn nicht, meine Wärmepumpe hat einfach einen An- und Ausschalter sozusagen oder so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber ist jetzt nicht smart in dem Sinne. Dann brauche ich jetzt eben diese Steuerbox, die die Schnittstelle zur smarten Gateway-Welt hat und andererseits zur dummen Wärmepumpe auch die Steuerbarkeit praktisch dann herbeiführen kann, indem sie das An- und Ausschalten und so weiter übernimmt. Und genau da hatten wir bisher keinen Markt. Also wir hatten keinen Anbieter. Wir wussten gar nicht, was es sein soll. Und dann gab es da eben eine Übergangsfrist. Ja, das könnt ihr auch in dieser technischen Richtlinie mit der 5 euch rauslesen, dass bis zum Jahr 23 es hieß, naja, was halt so am Markt, dem Stand der Technik entspricht, ist halt einfach eine Steuerbox. Also wenn es schon steuerbar war, dann ist das noch zulässig. Ganz einfach gesagt. Im Jahr 2024 hieß es dann, ein Anbieter, der eine Steuerbox entwickelt und eine Hersteller-Selbsterklärung unterzeichnet und sagt, seine Steuerbox ist ganz toll, dessen Steuerbox ist im Jahre 2024 zulässig. Und ab dem Jahre 2025, bei einer Inbetriebnahme, muss diese Steuerbox vom BSI zertifiziert sein. Genauso wie unsere Smart Meter Gateways ja zertifiziert werden, müssen auch diese Steuerboxen zertifiziert worden sein. Dafür gab es ein beschleunigtes Zertifizierungsverfahren, wo ein paar erste Marktteilnehmer ja eingeladen worden sind, da mitzumachen. Und das ist mittlerweile erfolgt. Wir haben die ersten zertifizierten Anlagen und jetzt gerade noch eine ganze Menge mehr in der Pipeline. Also über das erste Quartal 25 werden dann noch ein paar mehr dazukommen und dann ist so ein richtiger Markt entstanden. Und am Ende läuft es eben darauf hinaus, dass dann dieses Gerät entweder von mir als Kunde noch besorgt wird oder vom Netzbetreiber mit besorgt wird, während er das Gateway, das Smart Meter Gateway praktisch einbaut. Und dieses eben dann die Einbindung der Wärmepumpe, des Akkus, der Wallbox, der Klimaanlage, des Energiemanagementsystems in die Smart Meter Infrastruktur möglich macht. Und tatsächlich haben wir dafür jetzt die ersten Anbieter.
Dafür müssen wir auf die BSI-Webseite, ne, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dann im großen Themenbereich Smart Metering gehen wir eben zu dem Thema Kommunikationsadapter. Das ist dann eben unsere CLS-Schnittstelle, die steuerbaren Einrichtungen. Und dort gibt es dann die Unterseite Zertifikate. Und dort gibt es dann eben seit schlussendlich ja im Großen und Ganzen Ende drittes Quartal oder dann viertes Quartal 24 die ersten tatsächlich vorhandenen Anlagen von PPC zum einen, ganz klassischer Anbieter, und von Theben und die Swissbox dann außerdem haben wir, und das gehört zu nochmal einem anderen Anbieter hier, nämlich Swisstech selbst, genau, von denen haben wir hier die ersten Anlagen. Wir wissen auch schon, die typischen anderen Anbieter sind während der Zertifizierung gerade noch unterwegs. Die werden demnächst auch noch mit freigeschalten werden. Das heißt, diese Anlagen, die jetzt hier vorhanden sind, die jetzt hier zertifiziert worden sind, kann man sich jetzt praktisch vorstellen zwischen Smart Meter Gateway und Wärmepumpe als nochmal Verbindungsstelle, die dann halt mit definierten Schnittstellen kommunizieren kann und die dann das Steuersignal, was vom Netzbetreiber kommt, umsetzen würde. Wenn das Ganze eingebunden ist in das Energiemanagementsystem, würde jetzt das Steuersignal vom Netzbetreiber kommen. Das Energiemanagementsystem hat außerdem so Preissignale verschiedener Art, wie eben dynamischer Stromtarif und variable Netzentgelte, und würde dann eben den Gesamteinsatz regulieren, ne? So wie ich das als Kunde für mich bestenfalls haben möchte. Ja, und so läuft das dann jetzt eben. Tja, schauen wir mal. Das wirklich Spannende daran ist ja, dass wir bisher praktisch keine Erfahrungen damit operativ haben. Also die ersten Anlagen sozusagen sind ja jetzt da am Markt. Die prototypischen ersten Geschichten liefen halt, klar. Aber der Markthochlauf bei den Netzbetreibern, der muss ja jetzt erstmal passieren. Und das ist natürlich schon eine spannende Situation. Wir sind da noch lange nicht. Also ich bin selbst sehr gespannt, wie sich dieses Thema 14a jetzt weiter definiert über das nächste Jahr, weil der Markthochlauf muss ja jetzt passieren. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, dass wir über das Gebäudeenergiegesetz und Co. einen starken Zuwachs von Wärmepumpen haben werden. Ja, wir haben ja sowieso schon einen, aber wird noch mehr. Und Immobilienwallboxen sind natürlich auch ein Thema. Zum einen haben wir auch da über auch EU-Richtlinien ja Vorgaben, wenn ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel mehr als 5 Stellplätze hat, dann müssen die ausgestattet werden, dann sowieso immer mit Wallboxen und so weiter und so fort. Und wenn die dann so definiert sind, dass sie nicht öffentlich sind, dann zählen die alle mit rein in diese Steuerbarkeit. Und bei jedem Häuslebauer dann ja sowieso. Und damit ist dann übrigens in der Berechnung der Pflichteinbaufälle von Smart Meter, und das ist natürlich alles mit zu berücksichtigen, während wir bisher davon ausgingen, dass wir ein paar Millionen, also vielleicht so 5 bis 6 Millionen Pflichteinbaufälle von Smart Metern haben bundesweit, sind wir jetzt eher so bei 15 bis 20 Millionen, weil wir diese ganzen Wärmepumpen, E-Mobilkunden mit dazu rechnen müssen. Und selbst wenn ich jetzt noch nicht direkt im Rollout-Plan berücksichtigt bin als Kunde, will ich das ja aber vielleicht eben genau wegen den dynamischen Stromtarifen und den zeitvariablen Netzen gelten, weil dann kann ich mir ja wirklich was auch noch sparen. Das heißt, diese optionalen Einbaufälle, wo wir auch gerade wahrscheinlich schon mehr als 1 Million Kunden bundesweit erreichen, die werden hier natürlich nochmal extra zuschlagen, weil dieser Geldeffekt ist natürlich schon was wert. Plus der Markthochlauf von Home Energy Management System und Co., das hat alles so seine Effekte. Hier wird auf jeden Fall noch einiges gerade passieren. Wenn ihr euch mit diesem gesamten Themenkomplex noch weiter beschäftigen wollt, das werden wir aber hier heute in diesem Video und in diesem Podcast nicht machen, haben wir beim VDE, Verband der Elektrotechnik, eine ganze Menge Unterlagen zu diesem ganzen Themenkomplex, auch zum Steuerbox-Administrator als so eine ja, weitere zu definierende Rolle. Und auch zu den gesamten Anschlüssen, also zu der eher technischen, IT-technischen Seite, ist da noch viel, viel mehr Content. Und natürlich dann eben hier das ganze Material beim BSI, das Material beim Ausschuss Gateway-Standardisierung, das Material bei der Bundesnetzagentur. Wir haben eine ganze Menge Kram. Wir haben dort auch FAQs. Ihr könnt das Ganze finden, wenn ihr auf die Links geht, die ich in den Shownotes mit aufführe. Schon spannend. Ja.
Ich denke mal, wir werden in ein paar Monaten uns das Thema hier nochmal mit anschauen, weil wir hier doch jetzt erstmal so diesen Hochlauf erleben werden. Und dann müssen wir mal schauen, wie das tatsächlich einfach funktioniert und wie gut das abläuft und was da vielleicht noch zu berücksichtigen ist. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile mit dem Thema unterwegs. Ich hatte schon mal erwähnt, mit der WAGO mache ich da so ein Format, das nennt sich Energiewerkstatt. Da habe ich früher vor allem Vorträge gehalten. Jetzt machen wir so einen kompletten Workshop mit immer so 3 bis 5 Netzbetreibern vor Ort aus einer Region. Die setzen wir immer an einen Tisch und sprechen da eben mit den Technikern, mit den Netzmeistern, mit den Netzwirtschaftlern über diese Themen. Jetzt aktuell natürlich 14a im Fokus. Vorher war mal Redispatch 2.0 ein Thema oder dann der allgemeine Smart Meter Rollout. Jetzt natürlich 14a. Und in diesen Gesprächen, wir machen da ein sogenanntes World Café, wo wir also über verschiedene Fragestellungen wie die Netzzustandsermittlung, die Netzsteuerung und dann eben diese Kundenanreize auch nochmal zuletzt sprechen. Da merkt man schon, das ist ein immer noch absolut neues Thema. In diesem Jahr haben wir, ich glaube, ungefähr 20 Netzbetreiber, ein bisschen mehr, in diesem Kontext alleine begleitet und ich selbst als Trainer ja natürlich auch nochmal diverse weitere. Und alle sagen halt, egal in welcher Größe, ey, das ist spannend, auf jeden Fall, aber bisher war es überhaupt gar kein Thema. Auch diese Netzzustandsermittlung ist interessant, dass wir das jetzt mal demnächst so machen müssen, kennen wir bisher so gar nicht. Und diese Effekte der Steuerung, also diese Netzdienlichkeit, die man dann herbeiführen kann, das wäre schon sehr, sehr spannend. Auch wir stehen sowas von am Anfang, wir wissen noch gar nicht, wie wir es machen wollen. Auch natürlich, weil, wie gesagt, diese Steuerbox erst jetzt mit diesen Zertifizierungen startet und erst jetzt so ein definierter Markt entsteht. Ja, ist ja klar, dass wir da noch am Anfang stehen. Aber prinzipiell müssen wir seit dem 01.01.24 Anlagen steuerbar machen. Interessant, ne? Okay. Wir werden sehen, was da noch so passiert. Prinzipiell sehr interessante Entwicklung und sehr wichtige Entwicklung. Wie gesagt, für die Branche wegen der Netzdienlichkeit und Marktdienlichkeit und für die Kunden, weil sie auch noch Geld einsparen können, plus so ein paar Komfort- und Spaßeffekte rund um diese smarten Geschichten zu Hause. Also für alle eigentlich was Gutes. Wir müssen es jetzt nur irgendwie technisch korrekt umsetzen, dass das Ganze dann auch noch läuft. Die energiewirtschaftliche Umsetzung danach läuft dann eben über die BDW-API, wer sich damit schon auskennt. Ne? Wir haben dann Steuerbefehle, die in der GBKI ja auch definiert sind, über die dann eben der Netzbetreiber zum Beispiel sagen kann, hey, ich hätte jetzt gern hier eine Leistungskurve, ne, über diese Zeit, wo dann eben eine Steuerung hier zustande kommt. Und dann wird das über diese API rausgeschickt in Sekundenschnelle, wird von dem Gateway empfangen, wird an die Steuerbox weitergeleitet, die Steuerbox steuert und dann wird zurückgeschickt, ist erfolgt. Ne? So läuft das Ganze. Und dementsprechend werden dann natürlich auch Netzentgelte in Zukunft deutlich variabler berechnet werden können, eben weil wir hier ja diese Einsparungsmodule haben. Durchaus spannende Entwicklung. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Erfahrungen zu dem Thema, dann gerne in die Kommentare schreiben, entweder bei YouTube, wo es diesen Podcast ja auch gibt, bei Spotify in diese jetzt auch veränderte Kommentarfunktion, ganz, ganz spannend, oder natürlich auch auf dem Blog bei energiewirtschaft-einfach.de, wo dieser Podcast ja ursprünglich gehostet ist. Okay. Gerne auch Themenvorschläge mit einbringen. Ich denke mal, der nächste Podcast, der jetzt auch zeitnah kommt, wird das Gesamtthema 24-Stunden-Lieferantenwechsel ein bisschen auseinandernehmen. Da haben wir ja auch viele Entwicklungen, die gerade ganz aktuell sind. Und dann haben wir noch so viel über die Marktentwicklungen zum Beispiel, über auch so technische Themen im Smart Metering, Preisstrukturen, die EEG-Förderung und Co., wo es so viele auch mögliche Änderungen gibt. Da können wir gut drüber sprechen. Eure Themenwünsche gerne in die Kommentare schreiben. Dann nehme ich mir das jetzt für meine Content-Offensive 2025 vor. Ich plane diesen Podcast jetzt auch wirklich wieder so richtig regelmäßig zu veröffentlichen, weil ich, wie gesagt, meine Terminstruktur im nächsten Jahr auch ganz anders aufbaue, nicht mehr so feste Consulting-Projekte voraussichtlich mache, sondern wieder meine Schulungen und meinen eigenen Kram. Und dann passt das auch mit dem Content wieder umso besser rein. Okay. Also wie gesagt, Fragen, Anmerkungen, Ideen, Wünsche und Co. unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast für Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.